Mein Gott, es geht immer weiter. Was ist hier? Hier. Oh, wir sind. Waren wir schon? Fragezeichen? Ja, hab hier mal nicht durchgeguckt. Ach, cool. Boah, die Map ist einfach riesig. Eigentlich ist sie das nicht, aber es kommt mir so riesig, unendlich riesig vor. Niedlich, was ist das? Oh. Hier waren wir noch nicht. Da ist eine Shell unten. Ja. Hier muss auch irgendwas sein. Ne, ich bin einfach krass. Oh, da liegt so ein Goldnugget auf den Abplätzen. Voll schön hier. Ich liebe auch die Musik, ey. Oh, das war's. Lieber Leser, hi. Ich kenne dich nicht. Aber du bist bestimmt ziemlich cool. Ich bin nämlich auch cool. Wir sollten zusammen laufen. Sehr cool. Bin gleich zurück. Ich muss jetzt hier dieses... Band? Ja, dieses vom Leuchtturm aufbauen. Avery. Ach, der Leuchtturm, da sind wir weggerannt wieder, ne? Da war der Maler. Wir waren am Leuchtturm, aber sind nicht weiter zum Leuchtturm gegangen. Und ich habe keine Ahnung, wo der jetzt ist. Oh, ist das schön. Was ist hier los? Ich glaube, 3 Federn sind schon ganz schön viel, oder? Ja, ich glaube, wir sind einfach... hatten Glück oder so. Ist es links rum? Kann man einfach überall langlaufen. Gibt's überhaupt eine Story? Oh, ein Stock. Oh, was? Oh, hier ist der Leuchtturm, ja. Nee, es ist kein Leuchtturm. Du kannst Pause machen in den... Und dann hör... Ah, schnell! Ah! Weiß nicht, den nächsten Stock hoch und dann wieder ins Fenster. Ja, so ungefähr, ja. Kannst du nicht an der Wand? Ah! Oh, nein! Ja! Aber du weißt, was ich meine. Ja! Nein! Oh, das ist eine richtig... Sehr gut. Goldene Kiste. Oh, eine goldene Feder. Oh hey, mein Gott. Jetzt haben wir 4. Jetzt sind wir unschlagbar, ganz ehrlich. Das ist ja schon. Wir haben das Spiel schon gewonnen jetzt. Oh, noch eine Kiste. Oh mein Gott. Das hört nicht mehr auf. Schatzkiste. Karte. Schatzkarte. Oh mein Gott, wir haben Treasure. Es sagt südlich. Vom Steinturm über den Berg, über den River. Bridge? Über der Flussbrücke? Ja. Ein einsamer Sitz, crumbling upon the royal ridge. Okay. Ja, Moment, im Süden. Wollen wir das nicht, lass doch mal kurz. Oh, da ist das ein Bauer, können wir da hin? Oh, ist die Map zu Ende. Nein, die war, was? Es geht einfach immer weiter. Oh. Oh, wie süß. Lass den Schatz suchen. Oh, das. Auch was. Ich komme gerade nicht klar, das sind so viele Einflüsse. Ja, rechts. Geh nochmal nach rechts, bitte. Und dann gehst du zum Turm und dann stellst du dich bitte vor den Turm. So, jetzt gehst du bitte runter zu uns, Richtung, wo wir sitzen, ja. Richtung Süden, also rechts den Weg rund, so, ja. Über die Brücke rüber, ja. Und hier muss irgendwo Lonely Seed sein. Boah. Ah, da unten! Da unten, runter, ganz runter. Da ist ein Loch. Dreh mal bitte die Map. Drehen, noch weiter? Geht nicht. Doch. Kann sich ganz drehen? Ah, oh, das ist ein Loch. Da, genau, das meine ich. Ja, toll.
Das ist das aber nicht, oder? Sicher? Ich fand das ganz schön versteckt. Ja, was jetzt? Ja, vielleicht mal die Aufgaben machen. Die Aufgaben? Wir hatten doch eine Aufgabe, nicht, hat der Papa nicht gesagt. Wir können auch den Widder fragen, wo wir noch... Gibt's hier eine Höhle? Das ist eigentlich der Klassiker, ne? Ja. Wir können den Widder noch fragen, was wir bei ihm kaufen können. So. Und wir sollten auch irgendwas zu einer Tante bringen. Nee, zu May. Wir haben doch diese Kette bekommen von diesem komischen Jungen am Strand. Weißt du noch? Lass mal ein bisschen gezielter vorgehen. Passt die Musik sich gerade unseren Aktionen an? War das auf unsere Aktion abgestimmt? Los! Vielleicht bin ich wieder am Anfang oder so. Das wäre gut eigentlich. Dann können wir mal richtig anfangen. Ey, cool. Hey! Ach, das bin ich, Entschuldigung. Sieht aus, als hättet ihr schon das Netz abgebaut. Wollt ihr beide Volleyball spielen? Volleyball? Wir haben unser eigenes Spiel erfunden. Ich denke, das wird das nächste große Ding werden. Okay. Claire! Warum kennen mich alle? Ja. Offiziell fordere ich dich zu einem Spiel von Beach Stickball heraus. Cool. Das heißt, du hast mit mir zu spielen. Nicht gegen das Gesetz kämpfen. Okay, okay. Ich werde spielen. Ja! wie spielt man das? Geh rüber auf die andere Seite. Das finde ich allerdings richtig cool. Und ich bringe es dir dann bei. Beachstickball hat nur drei einfache Regeln. Regel Nummer 1. Hau den Ball mit deinem Stock. Ja, mit deinem und zwar so richtig hart. Regel Nummer 2. Lass den Ball nicht auf den Boden fallen. Ich meine, die meiste Zeit. Julie ist die Schiedsrichterin. Also liegt es an ihr? Das liegt alles an mir. Regel Nummer 3. Glaub an dich selbst. Das ist die wichtigste Regel. Vergiss das niemals. Ja, das war's eigentlich schon. Bist du bereit? Ich denke. Okay, und los. hast du nicht... Ups, hab ich verloren? Nein! Du kannst nie verlieren. Wenn du Beachstickball spielst, dann gewinnen jeder, alle. Außer, wenn du den Ball kaputt machst, platzen lässt. Dann denke ich mal, dass du verloren hast. Andererseits ist Beachstickball einfach nur ein Co-op-Game. Du meinst ein Co-op-Game? Ja, Coop-Game! Ach so. Das heißt, wenn wir zusammen spielen,
zusammenarbeiten, dann kriegen wir noch mehr Punkte. Oh. Das hört sich toll an. Wir kriegen einen Punkt für jeden Pass, den wir machen. Wenn wir zu 10 Punkten kommen, dann gebe ich dir einen Gewinn. Oh ja, das... Okay, let's go! Läuft die ganze Zeit. Ich bleib da stehen. Oh, da hat sich schon was bewegen müssen, ne? Näher ran! Mit Julie die ganze Zeit. Nein! War schon 10? Ich habe 14 gezählt! Oh yes! Wir haben es geschafft! Was ist süß? Wie ich dir versprochen habe, hier ist dein Preis. Nimm das! Alter! Was? Du bist richtig gut! Wenn du mit deinen Skills. Was? Mit deinen Skills? Könnten wir es sogar bis zu 20 schaffen? Oh. Aber das ist ziemlich hart. Komm, einmal noch. Schaffen wir es? Komm. 20. Oh. Ups. Nochmal. Ja, komm. Ja, jetzt spiel ich richtig. Spielt der hin? Ich dachte, wir spielen das zusammen, ey. Du hast bestimmt schon die 20 geknackt. Geil. Oh, was? Eieieiei. Ich habe 36 gezählt. Holy moly, wir haben es über 30 geschafft. Das ist mein neuer Rekord. Das ist süß. Ich muss mit einem neuen Preis ankommen. Ich gebe dir alles, was ich an Geld in meiner Tasche habe. Nein. Oh, das ist aber viel. Wie viel hatten wir denn vorher? Ich möchte nicht dein ganzes Geld wegnehmen. Vergessen. Das ist schon okay. Meine Familie ist reich. Oh. Na dann. Ist das in Ordnung, denke ich. Ehrlich gesagt, ich habe nie gedacht, dass 30 möglich wären. Ich möchte dir noch eine Sache geben. Baseball Cap? Okay. Wow. Bitte behalt das. So kannst du dich auf immer an diesen Moment erinnern. Ich werde es versuchen. Oh, das ist auch. Das ist seine Cap. Er hat uns seine Cap gegeben. Oh. Oh. Cool. Oh, sind die süß. Die sind alle so süß. Gott. Wir haben jetzt 5 Federn. 5. Wir sind so krass. Oben ist das ein Friedhof. Oh mein Gott, das hört nicht auf. Da liegt was. Wir müssen echt mal in Erfahrung bringen, was wir uns noch kaufen können. Wir haben so viel Geld. Weißt du, was süß wäre? Wenn man das Haus irgendwie noch aufbauen könnte, den Garten ausbauen könnte und da so ein schönes neues Bett oder so. Oh, wer ist das denn? Hey! Mein Name ist... Oh. Avery. Ich hab den Namen schon mal gehört. Das ist der vom Schild. Oh! Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Hi, ich bin Claire. Ich denke, ich habe dein Schild gesehen. Oh, hast du? Exzellent! Also bist du hergekommen, um ein Rennen gegen mich zu machen? Ja, komm, wir haben 5 Federn. Fantastisch!
Fantastisch. Also, da ist ein verlassenes Gebäude zum Osten hinaus. Also, zumindest. Ich denke, dass es verlassen ist. Auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten dahin rennen. Zur Spitze. Wer den Pfosten zuerst berührt, gewinnt. Ui. Und außerdem, du solltest auf jeden Fall 5 goldene Federn haben. Vor allem only, wenn du 6 hast und du benutzt die aus Versehen. Das sollte es auf jeden Fall interessanter machen. Wir haben nur 5, also... Bist du bereit? Ja. Awesome! Lass uns loslegen. Okay. Go! Nicht alle Federn verschwenden. Jetzt hast du eine Feder schon verschwendet. Wieso gleitet der so schnell? Ah, wir haben auch die Sprintschuhe. Sind wir langsamer, wenn wir fliegen? Ich glaub schon. Tu einfach so. Ja. Wie schnell wir sprinten können. Nein! Oh. Herrlich verkackt. Oh, auf den Schirm springen. Geht das? Ja, er hat's geschafft. Wir hatten voll den Vorteil eigentlich auch wegen unserer Sprintschuhe. Was ist denn der? Ist das nicht das verlassene Haus? Ja, da ist irgendwo so ein Post oben drauf vielleicht. Da oben ist doch so ein, weißt du, so ein Faden. Stimmt. Ja. Das ist so süß. Er freut sich. Ich hab gewonnen! Aber du hast ein gutes Rennen geführt. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, das können wir nochmal machen. Oh, ich hab's fast vergessen. Ich hab es für dich. Walkie-talkie? What? Immer wenn du irgendwie verloren gehst, während des Rennens, ruf mich einfach. Und dann können wir wieder von vorne anfangen. Oh. Ja, warum tritt er nicht den Marathon bei? Es gibt da ein riesen Rennen heute. Also, das ist ein bisschen peinlich, aber ich sollte eigentlich den Marathon rennen heute. Aber es hat sich herausgestellt, ich habe mich irgendwie falsch registriert. Ich habe die Registrierung verpasst. Ah, das ist ja die zweite Person, die es verpasst hat. Oh. Oh. Ah, das ist kacke. Ja. Aber ich muss sagen... keine Ahnung. es fühlt sich an, als hätte ich dieses Rennen aufgegeben. Aber dann habe ich 2 Stunden Parcours-Videos angeguckt. Und somit ist meine neue Leidenschaft Parcours-Rennen. Also, was auch immer. Ich bin froh, dass du mir geholfen hast bei der Übung. Oh, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Ja, du hast am Anfang schon alle Federn verbraucht. Ja. Willst du es jetzt direkt nochmal machen? Nee. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen Cut. Oh ja, stimmt. Ich habe die Zeit vergessen. Gut, das war die erste Session Short Hike. Ist doch nicht so short, wie ich dachte. Ist eine Long Short Hike. Ja.
So, da steckt viel mehr dahinter. Und die Musik ist so schön und die Charaktere sind so süß und der Humor ist gut. Wir hoffen, ihr schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein und ihr hattet genauso Spaß wie wir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.